herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fable Anniversary. So, wir waren bei unserer Frau, nachdem wir die Arena gewonnen haben und haben sie etwas beglückt und sind jetzt auf dem Weg zum alten Anwesen der Grace, um uns mit unserer großen Schwester Theresa zu treffen. Muhaha. So, wow. Den blauen Pilz da oben habe ich geklaut. Irgendwie ein blauer Pilz, glaube ich, fehlt mir noch für das kranke Kind. Meine ich. Bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, dem war so. So. Ein paar Tage nicht gespielt, schon fehlt die ganze Steuerung wieder. Ich spiele zu viel parallel. Zum Hause der Grace. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen. Aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Der Archäologner. Ach ja, genau, der. Ich erinnere mich, dunkel. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Das ist schön, das freut mich aber. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, ich hätte es gerne gelesen. Auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja. Ich hätte es ja gerne gelesen, aber das scrollt ja so blöd. Ach, hey. Huha, huha. So, komm, du kriegst auch einen Arsch voll deinen Knochigen. So, komm in die andere Richtung, dann kriegst du normal deinen Kopf ist voll. So. Noch mehr. Na komm her hier, Dickerchen. Immer einer nach dem anderen. Du wolltest in die Richtung, komm, ich helfe dir ein bisschen. Da, komm. Kannst du alles haben. Na komm. So, da haben wir noch ein paar davon. Jetzt wird er übermütig. Der Druide. So, was haben wir hier noch eines? Schnipp, schnapp. Knochen ab.
Na komm, put, 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 put. Okay, das war klar, irgendwie. Wenn man im Gruppenfokus arbeitet, dass das dann alles irgendwie weniger elegant funktioniert. Aber egal, Hauptsache es funktioniert. Junggesellen sind nicht zugelassen. Ihr braucht eine Ische, eine Schicke mit Titel. Ich hab eine schicke Ische. Und der Titel ist mir Wumpe. Dann bleib, wo der Pfeffer wächst, du Kacktür. Man kann nicht alles haben im Leben. Und auch wenn das Mädchen ein Bauernmädchen war, sie hat ihren Teddy verloren und ich habe ihr in Kindertagen schon geholfen. Zumindest bilde ich mir ein, dass sie das war. In Grabhügelfelder. So, ich soll auf der einen Seite zur Gilde zurück. Eine schicke Ische mit Titel. Auf der anderen Seite fehlt mir doch ein blauer Pilz. Na komm. Kannst du alles haben? Nur für dich. So, das Einzige, was mich nervt, sind die blöden Blitzfliegen. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Sehr, können Sie rausgucken. So, die blöden Mücken lassen wir da jetzt einfach mal rumkreisen. So, halt die Skullis durch. Das Flehen ist nie gut. Tut mir nicht weh. Warum nicht? So, hast du irgendwas Interessantes? Möchtest du mit mir handeln? Ja, möchte ich eigentlich. Also, und eventuell um. Ihr habt gewonnen und Whisper das Leben geschenkt. Euer Lordschaft. Wir sind entzückt. Ich bin nicht euer Lordschaft, ich bin euer Druide. Es ist so. Mir eine Freude, euch Tätowierung entfernen, Heuler-Tätowierung, blablabla, blub, tralala. Nein, ich will keine weiteren Tätowierungen. Schnappt euch diese scheußlichen Lakaien auf der Felsspitze. Wer ist denn auf der Felsenspitze?
einen weiteren Rubin zum Verschenken. Ich bin Rubinson Crusoe. Jaha! Hallo! Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Das würde mich sehr freuen, vor allem wenn ich dir ein besonderes. Tendin Legel. Ach, der kauft hier nur Gemüse, okay? Und kaufen kann ich bei ihm Klamotten und Gemüse. Was für ein Triumph in der Arena. Ja. Von euch Whisper am Leben zu lassen. Naja, das ist eine Sandkastenfreundin, die kann ich nicht einfach umbringen. Ihren dummen großen Bruder hier, den Donner, da hätte ich überhaupt kein Problem damit. So, ich glaube, da vorne geht es dann weiter rum raus. Da hinten geht es dann zu diesem komischen Altar, von dem ich noch nicht weiß, was ich damit... Die wollen neue Abgeordnete haben oder so. Nein. Was für eine Demonstration der Stadt. Ja. Naja, ja, ist ja gut. Wow. Wer bist du denn? Wolltest du hier gerade irgendwie frech mit dem Bogen durch die Gegend schießen? Sowas tut man nicht. Suche nach irgendwas, was vielleicht sinnvoll wäre und... Genau, der Kochtopf, nein. Pferdeschwanz! Genau, dann habe ich sowas auch am Kopf endlich. Kotzletten, pfui. Langstreicherbart, Nassrasur. Händlermann Schneuzer, Pfui Davy. Nein, passt. Schnappt euch diese scheußlichen Lakaien auf der Felsspitze. Ja, was für eine Spitze auch immer. Warum sollte ich das tun? Ich möchte eigentlich unter anderem jetzt auf dem Weg zurück zur Gilde erst einmal noch bei der Sonnenuhr vorbeischauen, weil... Die Henne. Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Ja, dann lass sie warten, dann gewöhnt sie sich dran. Doch nur eine Karte. Ich bin der Bogenschütze-Druide. Hoho! Nee, du bist Was soll denn das? Nicht ganz böse. Oh,
Oh ja. Und das scheint eine offene Tür zu sein. So, okay. Wunderbar. Wunderbärchen. Super prächtigst. Ganz toll. Großes Gemüse. Was? Oh, den habe ich jetzt irgendwie ins andere Gebiet rüber geprügelt. Das. Erstmal diese lästigen Schützen hier weg. Huha. So. Den Händler in Ruhe, das ist nicht lieb von dir. Wenn einer Händler verhaut, dann bin ich das. Okay. Außerdem habe ich einen Pferdeschwanz. Da kannst du überhaupt nichts. Du wirst auf jeden Fall den Kürzeren ziehen. Die Tür mit den, wo man hoch sein musste, bevor oder? Bevor euer Kampfmultiplikator nicht. Okay. Probieren wir das doch mal. In der Hopshöhle konnte man ja, da waren ja einige drin. Eine wichtige Questkarte. Hoppla. So, jetzt da durch und dann wieder zurück und dann den Weg hoch und dann müsste ich. Hoppla.
So, dann schauen wir mal, ob wir da bis auf 20 oder gleich drüber kommen. So, Hauptshöhle 20, jetzt muss ich da nur schnell raus, schon auf 19 runter. Tor nicht höher ist, gehe ich nicht. Dann bleib doch zu, du Scheißtür. Nein, zum Kudistor wollte ich nicht, da komme ich her. So, kaputt gepiekt. So. Nein, bitte. Was tun ihr denn da? Macht ihr so? Da komm, du auch. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf. In der Gilde wartet. Ja, ja, die wartet doch. Das weiß ich doch, dass die da wartet. Ja, die in mir wohnt. Laufe ich hier in die richtige Richtung oder laufe ich hier schon wieder falsch? Oh.
das ist falsch. Falsch, falscher am richtungsfalschesten. Ja, ja. Was ist denn los? Tut mir nicht weh. Tja, kommt davon. Leg dich nicht mit einem Druiden an. Lauf! Das ist eure einzige Chance. Ja, ja, genau. Oh. Au. Druide, der Held. Na ja, übertreib mal nicht. Eier hier schon wieder ewig durch den Darkwood, wo ich gar nicht durcheiern will. Also. In den Greatwood muss ich hier. Von da, wo ich bin. Und nicht wieder zurück in den Darkwood. Und dann irgendwo geht es dann zum Aussichtsturm. Und da muss ich hoch, da war noch eine Dame mit Pilz, glaube ich. Oh je. Der Meister. So, ist Knut jetzt, oder? Tut mir nicht weh. Ja. Natürlich nicht. Warum sollte ich dir wehtun? So, was warst du für eine Wir Tür? Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böseres. Das rote Rose, Pralinen, Smaragd, Saphir. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte keine Geschenke. Nahrungsmittel. Rotes Fleisch habe ich massig. Grüne Äpfel. Mondfische. War das schon böse genug, Tür? Wir machen das so. Nein. Knusperhühnchen ist nicht böse, okay. Nicht böse genug zumindest. Dann müsste ich die irgendwo drauflegen, dass ich dann eventuell gegebenenfalls vielleicht bei Bedarf mehr davon essen könnte. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte. Ja, in der Gilde wartet eine Questkarte. Das ist. Ich muss jetzt erst zu der Troller mit dem blauen Pilz, um zu schauen, was die überhaupt wollte und will. Und oder habe ich in Oakwood der anderen den Brief noch nicht gegeben und deswegen den Pilz noch nicht? Ah!
Aua. So, komm, geh hier. Immer dieses Wälder. Weiter so. So. Ja, ja, weiter so. Das ist... Ja, erstmal hauen wir den Kleinen hier. Ich hab nicht vor, dir weh zu tun. Tu dir nicht selber weh, indem du da vorne in diesen Ogre reinrennst. Troll, Ogre-Troll. Wir können uns glücklich schätzen. Ein Anführer unter den Menschen. Boah. Glücklich schätzen, ein Herr. Neuer Heiltrank. So, zur Sonnenuhr, die zählt die heiltren Stunden nur und Greatwood Eingang. Das müsste eigentlich theoretisch hier irgendwo sein und da müsste dann hier, da wo die Wespe fliegt. Also direkt hier links. Da muss ich nochmal. Naja, das ist. Komm. Das ist der Pflichträuber, der hier auf die Schnauze kriegt. Den Rest brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gleich meucheln. Wie gesagt, ich will ja nur zu der Dame, die da oben irgendwie mal, zumindest, ich glaube, wir waren schon mal da und haben mit ihr mal kurz, geschnackt. Hilfe! Helft mir! Die sind überall! Ich komme nicht raus! Dann bleib drin! Was war das denn jetzt hier? Ah, wo bin ich hier überhaupt? Jungchen. Bitte schön, Opachen. Ich habe so lange nicht geangelt, dass ich tatterig bin. Hab die ganze Woche nur Würmer gegessen. Ja, so schaust ihr du auch aus. Ihr kommt zu keiner guten Zeit. Man ich isst, muss einen Angelwettbewerb organisieren. Ja, dann tu das. Ich weiß was. Ihr dürft kostenlos am Wettbewerb teilnehmen. Das ist das Mindeste. Wow. Ihr solltet die Angel hier mitnehmen. Hab ich selbst gebastelt. Ah, juhu, ich habe eine Angel. Du musst nur die Angel zu den Wellen da drüben auswerfen. Mhm. Ich krieg also jetzt das Angeltutorial, nachdem ich Millionen Sachen geangelt habe. Ja, coole Sache das. Wunderbar. Das war nicht, wo ich hin wollte. Wisst ihr was? Ich teleportiere mich zur Gilde und genau. Dann schauen wir uns den Rest ein andermal an, weil dann ich bin hier schon gut über der Zeit. Dann machen wir das weiter beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt nur ein bisschen rumgelaufen sind. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis dahin und tschüss.